So, da sind wir wieder bei einer kleinen Folge Zombie vs. Lara Croft and the Temple of Osiris. Wer Zombie vs. nicht kennt, das ist einfach so gesehen eine Art Erstimpression, aber auch nicht, weil ich es jetzt schon leicht angespielt habe, aber so ziemlich am Anfang von dem Spiel, wenn es mir gefällt oder wenn ich es irgendwie empfehlen möchte oder sonst was. Ich möchte noch kurz ansprechen, dass wenn jemals ein Spiel, was mir gefällt, in irgendeiner Art gesponsert ist oder ich dafür bezahlt werde, das zu zeigen, wird es dementsprechend gekennzeichnet. Nicht, dass manche Leute denken, ich zeige jetzt dieses Spiel zum Beispiel nur, weil ich Geld bekomme oder sowas, weil ich werde das Spiel gleich loben. Das möchte ich vorher deswegen kennzeichnen, dass ich das Spiel zwar bei Square Enix angefragt habe, aber ohne irgendeinen großen Deal. Der hat nur gefragt, hey, machst du ein Video dazu? Und habe ich gesagt, ja, hatte ich sowieso vor. Wollte ich kurz nur abgeklärt haben. Also wenn jemals irgendwas gesponsert ist, dann ist es dementsprechend auch gekennzeichnet im Titel und der ersten Zeile der Beschreibung. Okay, also gesponsert in dem Sinne, dass ich Geld für das Video bekomme. Was noch nicht der Fall war bisher, aber wenn es so ist, dann wird es dementsprechend gekennzeichnet. Und heute schauen wir uns Lara Croft and the Temple of Osiris bei Square Enix, beziehungsweise wurde es von Square Enix gepublished und entwickelt von Crystal Dynamics an. Ist die Fortsetzung von Lara Croft and the Guardian of Light. Mit dem Vorgänger, den ich irgendwie 3, 4, 5 Mal durchgespielt habe. Ich glaube, ich habe ihn meistens im Lokal-Koop durchgespielt. Und besonders hier bei dem Teil habe ich gerade die Steam-Reviews nochmal ein bisschen vorher durchgeguckt, um zu schauen, wo Leute Probleme haben oder nicht Probleme haben. Es scheint, was viele Leute mit ihren Grafikkarten bei dem Spiel Probleme haben und dass der Online-Koop starke Verzögerungen vorweist, wenn man zu mir jetzt spielt. Ich werde es wahrscheinlich mit Holly mal spielen, noch das Spiel hier. Dann kann ich mehr dazu sagen. Wir gehen kurz mal durch die ganzen Optionen, weil hier gibt es ja einige. Man kann hier Auflösung, Bildwiederholungsrate, Vollbild, exklusives Vollbild, was auch immer exklusives Vollbild ist. Ich glaube, Fenstervollbildmodus soll das sein. Vielleicht, ich weiß es nicht. Fenstermodus heißt ja eigentlich in jedem Spiel, aber hier ist es exklusives Vollbild, weil es exklusiv ist. Dann hat man hier noch die Grafik. Da habe ich natürlich alles hochgedreht. Tastenzuweisung ist immer schön zu sehen. Kann man alles hier einzeln zuweisen. Ob es da größere Probleme, weiß ich nicht. Ich spiele es heute auch zum ersten Mal mit Gamepad. Ich habe vorher mit Tastatur gespielt, aber mit Gamepad spielt es sich eigentlich ein bisschen besser. Audio und Sprache ist ganz cool. Man kann nur die Sprache nicht umstellen. Und das würde ich sehr gerne bei der Audiosprache. Zu der deutschen Synchronisation. Stellt euch vor, man gibt irgendwem 5 Euro und sagt, hey, sprich das mal ein. So klingen die Synchronsprecher hier in der deutschen Version leider. Deswegen würde ich gerne auf Englisch stellen. Muss man sich wahrscheinlich im Steam-Client umstellen, dass ich die englische Version davon runterlade und dann die englische Sprache einstelle. Das mache ich dann noch im Nachhinein. Aber ihr dürft natürlich auch die deutsche Sprache erwähnen. Hier kann man doch gucken. Papam, kann man alles eingucken, einstellen. Man kann auch einstellen, dass man immer privat spielt, dass kein anderer reinkommt. Community-Events kann man einen ausmachen. Ich weiß nicht, was Community-Events sind. Textchat, falls man miteinander schreiben will, und Gamepad-Vibration habe ich ausgeschaltet, weil die mich generell nervt. So, Square Enix-Mitgliedschaft haben wir nicht. Hier gibt es noch ganz viel anderes Zeug, aber wir gehen einfach mal ins Spiel. Hier ist das Spiel. Wir sind Lara Croft. Logischerweise ist es eine isometrische Perspektive von oben. Ich glaube isometrisch, ich hoffe, ich verlabere mich nicht. Ich habe das erste Level schon gespielt und wollte es eigentlich auch wiederholen. Allerdings ist hier so ein Tor zu und ich weiß, dass man Level wiederholen kann, weil das einer der Hauptgründe ist, warum mir dieses Spiel gefallen hat, der Vorgänger zumindest, ist, dass man den Level wiederholen kann. Wir haben hier so einen coolen Laserstab gefunden, den wir hochhalten können, um so Steine hochfahren zu lassen. Hier hinten war, glaube ich, einer, genau. Zack. Solange wir eine Taste drücken, und wir haben eine Fackel, damit kann man so kleine Fackeldinge anzünden wie die hier, wenn man daran läuft. Aber das ist ja schon an. So, wir gehen einfach mal ins nächste Level. Die werden also auch ein bisschen was labern und ich lasse sie auch labern, einfach, dass ihr die deutsche Synchronisation hört. Und dabei werde ich euch so allerlei erklären, wie dieses Spiel funktioniert und was es so an sich hat, dass es mir so gefällt. Ah ja. Hier steht ja sogar schon genau das, was ich meine. So, bei jedem Level gibt es Bronze, Silber, Gold, Punkte, Herausforderungen. Und 5. Wie viele Challenges sind es? Also ihr seht, bei Gold, Punkte, Herausforderung kriegt man eine neue Waffe. Bei Schließe dieses Grab in weniger als 7 Minuten ab, kriegt man einen neuen Krummstab. Hier komme ich gleich dazu, zu dem ganzen Zeug. Dann gibt es 5 rote Schädel zu sammeln. 4 Skarabäen mit einer einzigen Bombe töten. Zerstöre einige Vasen im Grab. Einige. 50, okay. Und schließe das Grab ab, ohne eine Zeitbombe zu greifen. Was das doch immer meint.
kriegt man noch einen Eisenring der Eile und Upgrades gibt es auch ein paar zu finden und so weiter. Das ist das, was mir in diesem Spiel gefällt. Ich liebe es, in diesem einzelnen Level alles zu machen. Ich habe bei dem Vorgänger 100% gemacht, glaube ich, und in jedem Level alles freigeschaltet und da habe ich einige Level auch sehr oft hintereinander gespielt und es macht eigentlich auch richtig viel Spaß und man schaltet richtig viele coole Waffen frei. Im letzten Teil hatte ich, glaube ich, dann irgendwann einen Flammenwerfer, mit dem ich alles weggebrutzelt habe. So, kurz noch unten links zum Interface. Ihr steht ja, seht ja, da steht gerade viermal. Wenn man eine Weile spielt, ohne getroffen zu werden, dann werden die Angriffe stärker, beziehungsweise specialiger. Wir haben hier noch ein Inventar. Kurz mal, da kann man vier Waffen ausrüsten. Wir haben natürlich noch kaum welche freigeschalten. Und es gibt welche mit Munitionsverbrauch. Das ist, glaube ich, so ziemlich viele. Und es gibt halt welche, die keine Munition verbrauchen, wie die Pistolen, dass man die unendlich benutzen kann und dieser Stab. Munition ist die blaue Mana-Leiste, so gesehen. Die sehen wir gleich. Hier habe ich noch ein paar andere Waffen. Und hier habe ich den Stab des Osiris. Da habe ich noch nichts anderes gefunden, was ich austauschen könnte. Und hier unten kann man noch Sachen equippen, wie Ringe zum Beispiel. Ich habe nur einen, aber nämlich einen Ring, der meinen Waffenschaden erhöht, aber dafür kriege ich mehr Schaden. Habe ich noch ein Amulett. Da habe ich dann einen Energiestrahl mit meinem Stab oder mit meinen Waffen generell. Energieschuss. Wenn ich dieses, wenn ich komplett aufgeladen bin mit den Punkten und meine Bomben sind größer und laden sich schneller. Die Bomben sind so eine Art Minen. Hier kann man noch ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Wenn ich zum Beispiel Streuschuss auswähle, dann sollte... Ich weiß nicht, ob es bei meinem Stab betrifft. Nein, mein Stab betrifft das nicht, der Streuschuss. Okay, das wusste ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel Feuer auswähle, dann habe ich jetzt einen roten Strahl. Genau, guck, da habe ich jetzt einen Feuerstrahl. Sowas kann man ausrüsten und das ist immer aktiv, dieses Amulett, sobald meine Punkte voll ist. Ich nehme einfach mal das, was die 3 Boni hat. Und Ausrüstung gibt es auch noch verschiedene, aber da habe ich nur Lara traditionell und einen zweiten Ring habe ich auch nicht. Also haben wir noch nicht so viel. Natürlich würde ich jetzt nicht nach der Aufgabe gehen, das in 7 Minuten abzuschließen. Wenn man es in 7 Minuten abschließen möchte, muss man wahrscheinlich die ganze Zeit so spielen, dass man halt die ganze Zeit rollt, weil man ein bisschen schneller ist. So eine Art Speedrunning. Aber es ist eigentlich recht angenehm schaffbar, diese Challenges zu schaffen. Man hat noch so einen Haken, da kann man sich hochhaken. Und da sollte ich jetzt ein bisschen hin und her schwingen. Zack, habe ich einen von 5 roten Schädeln. Viele Sachen sind optisch so ein bisschen versteckt, aber wenn man sich gut umguckt, findet man eigentlich alles. Es ist nicht sonderlich schwer, alles zu machen, aber es macht Spaß. So, dann lege ich mal meine Mine. Das ist meine Mine. Die kann man halt, umso mehr Plus man darauf hat, umso größer ist der Radius und umso krasser explodiert die und so weiter. Und man sieht an manchen Stellen, dass man halt Zeug aufsprengen kann. Mit einem Laserstab hier, den ich im letzten Teil noch nicht hatte, kann ich auch einfach mich drehen und einfach alles weglasern. Ganz cool, den benutze ich eigentlich hauptsächlich. Diese Sphären tragen dieselben Glyphen von Osiris. Der Stab müsste auch auf sie wirken. Was? Der Stab sollte auf dich wirken? Keine Ahnung, was du bist, aber ich roll dich mal. Okay, du explodierst. Das war mein Punktebonus. Also kann ich so... Hätte ich aber mir eigentlich denken können, dass, wo es gelb wurde, dass es irgendwas Böses ist. Oh, du hast sogar die Wand aufgesprengt. Achso, du verlangsamst die Explosion. Okay. Whatever. Gut. So, hier ist aber auch gleich ein Medi-Paket gedroppt. Es gibt hier einige Verfolgungsszenen und so weiter, da muss man dann relativ schnell durchrennen und hat kaum Zeit, die Sachen aufzusammeln. Wenn ihr wirklich nach diesen einzelnen Aufgaben aus seid, solltet ihr maximal zu zweit spielen, ganz ehrlich. Wenn ihr zu viert spielt, könnt ihr nicht darauf achten, das Zeug aufzusammeln, je nachdem. Ja, was mir aber auf jeden Fall am besten an dem Spiel gefällt, ist dieses Zeug aufzusammeln. Guck mal, kommt ein paar Käfer. Die wollen mich bestimmt töten. Aber erstmal muss ich das hier anzünden, weil da Geld rausfällt. So... Ihr seht auch unten den Multiplikator, der ist gerade wieder mal 2. Wenn er mal 4 ist, habe ich wieder die Fähigkeiten. Ja, danke für diesen tollen Tipp. Das habe ich gerade noch selber gesehen. So. Ja, man möchte natürlich meistens den Level schaffen, ohne getroffen zu werden. Weil umso höher der Multiplikator ist, umso eher hat man dann diesen Punkteboni auch erreicht. Mit dem man... Sollte ich so hier hochklettern? Ich glaube, ich habe gerade dieses Schalterrätsel übersprungen. Das sind Feinde. Feinde helfen auch, den Multiplikator hochzubringen. Also mein Multiplikator ist ja schon oben. Du da geh. Danke. Sehr freundlich von dir. So, nehmen wir dich an.
Ah, ich muss das sowieso öffnen, damit diese Kugel da durchkommt. Da ist zum Beispiel ein Lebensupgrade und ich wüsste jetzt spontan nicht, wie ich da rankomme. Ah, wenn ich drauf schieße, sprengt er sich auch. Okay. Wer kennt sie nicht? Ach so, wenn ich den Stab hochhalte, während ich sie rolle, geht das auch. Okay, danke Spiel. Für dieses Tutorial. So, öffnen wir mal die Tore. Oh nee. Ich sehe ja schon, was auf mich zukommt. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir es schaffen. Sollte ja nicht allzu schwer werden. So. Noch ist es im grünen Bereich. So, kurz mal vor mich rollen. Also, ob ich noch eine Fackel nicht anzünden muss. Ja, easy, sogar im grünen Bereich noch hingebracht. Au. Oh. So leicht kann man getroffen werden. Und ich glaube, ich habe eine Aufgabe, 4 Käfer mit einer Bombe zu sprengen. Kommt da noch einer? Nee. Schade. Gut. Das war schon wieder unser Punkte-Kombo. Naja, je nachdem, wie viel Übung man hat, wird es später dann auch dementsprechend einfacher, natürlich, solche Aufgaben zu schaffen. Und ich glaube, wir haben alles Wichtige gesprengt. Ich weiß gerade gar nicht. Mal kurz die da hinrollen, damit sie einfach die Säulen da sprengt. Ne, aus den Säulen kommt nichts raus, okay. Im alten Teil ist, glaube ich, aus Säulen immer was rausgekommen, deswegen es sich gelohnt hat, Säulen und sowas wegzusprengen. Aber dieses Mal nicht. Gut. Und das sonstigen Wenden kommt auch nichts, hoffe ich. Ja, alles. Alles easy. Gut. Ich wollte eigentlich ein Level spielen, was ich schon gespielt hatte, dass ich mich ein bisschen besser konzentrieren kann. Aber ist ja nicht so wichtig. So. Ja klar, dass es zurückfährt. So, hier wollen wir runter. So. Keine Panik. Das geht schon alles. So, hier kommt eventuell so ein Event. Oder es waren nur 2 Steine, die mir Angst machen sollten. Das ist eine Heilplatte wahrscheinlich, die heilt mich voll. Und da ist noch ein Schädel. Da wollt's so tun, als wäre es hier oben böse. Dabei war hier nur das Gute versteckt. Ja, mit der Ausweichrolle kann man am besten auch Angriffen ausweichen. Ah, Stufe 4 erreicht. Sehr schön. Sind meine Bomben auch wieder größer. Wenn man später dann so ein Dreifach-Plus auf Explosionsradius hat und sowas, dann sieht man besser die Unterschiede. Weil die dann schon enorm sind, aber ich weiß es ja, dass es sie gibt. So, Let's Play würde ich das Spiel an sich nicht wollen, weil ich gerne hinter 100% hergehe und dann würde ich jedes Level 5-mal spielen und das wäre mir dann zu langweilig. Vielleicht kann ich es irgendwann mal vielleicht ein normales Let's Play dazu machen, wo ich die Level normal durchspiele, weil das Spiel ist eigentlich cool, aber da würde ich mit dem Vorgänger, glaube ich, auch anfangen. Würde ich erst den Vorgänger spielen. Würde ich beide nacheinander so spielen. So. Oh, guck mal. Da ihr euch mir nicht unterwerft, wie Kiri, werden meine Skarabäen euch das Fleisch von den Knochen nagen. Das war meine... Okay, hab geschafft. Oh Gott, der brennende Käfer. Wir laufen einfach und springen alles weg. Halt, da fehlt noch einer. Will alle zusammenpullen. Easy. So. Bisschen Punkte hier aufsammeln. Die maximale Punktanzahl zu bekommen
geht eigentlich pro Level, wenn man sich anstrengt. Aber nicht, wenn man so häufig getroffen wurde wie ich. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, es kann gut sein. Fehler sind verzeihbar in dem Spiel, lustigerweise. Wir spielen ja in keiner Hinsicht auf Speed, wir sammeln ja auch alles auf und so weiter. Das sind 10 Minuten durchspielen und Punkte sammeln kann man nicht gleichzeitig. Vielleicht kann man es gleichzeitig schaffen, ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es nicht kann. Da liegt auf jeden Fall eine Waffe dahinter. Eine coole, die ich haben möchte. Allerdings weiß ich nicht, was ich dafür tun muss. Ah. Den wahrscheinlich ziehen. Damit hochfahren und dann hier reinrollen. Schrotflinte. So, dann rüsten wir die auch mal aus. Ja, man kann mit dem auch zwischen den Waffen wechseln natürlich. Dann mit einer Schrotflinte ballern. Ihr seht unten die blaue Leiste, leert sich dadurch. Hier liegt Munition dafür. Die sind halt wesentlich stärker, solche Waffen, aber... naja, ich komme ja mit denen hier klar, ne? So ist es nicht. So, dann gehen wir weiter. Ich kann ja mal die Schrotflinte kurz nehmen. Ja, komm schon vom Vasen, ich wieder kaputt machen will. So, dann den Haken schießen, springen. Bisschen runterlaufen, auf die Höhe würde ich... Okay, das war zu niedrig. Komm vor. Bisschen niedriger. So, und jetzt links, rechts. Okay, wenn das nicht will, dann gehe ich einfach direkt so runter. So. 4 von 5. Tschüss, kleiner Kristall. Ich brauche ja nur deine Punkte. So. Geben so gut Punkte. Selber Punkte, Herausforderung haben wir schon mal geschafft. Ja, wenigstens etwas. Trotz unseren ganzen Fails. Das erste Level war auch wesentlich stressiger. Als dieses hier. Das ist ja schon ein bisschen angenehmer zu spielen. So. Yay! Maximale Munition erhöht, weil wir einige Vasen gesprengt haben. Also heißt, wir haben mehr blaue Leiste. Verbraucht sich weniger. Okay, wir zerstören unten schon Vasen. Da ist aber so ein Risikosprung. Auch nochmal für maximale Munition. Kein Ding. Ah, hier geht's runter. Das ist wieder so ein Bombenball. Hurra. Wer liebt sie nicht, die ollen Bombenbälle? So, dann nehmen wir noch den Kristall mit. Aber für die Goldherr 75.000 Punkte brauchen wir. Schließe das Grab ab, ohne eine Zeitbombe zu greifen. Das sind die Zeitbomben, diese Bälle. Okay, wie macht man das denn, ohne die zu greifen? Ich weiß es nicht. Ah, ja, ja, das weiß ich noch. Das gab es im vorherigen Teil auch schon. Das war super cool. Man konnte diese Bälle, wenn man die Mine so passend hingelegt hat, scheinbar kann man die Minen mittlerweile jetzt mit den Bällen schieben, so hinlegen und dann die Mine zünden und dann die Sachen so hochsprengen. Das fand ich so lustig, damit konnte man auch so viele Sachen überspringen, weil man die Bälle einfach so cool sprengen konnte. Fand ich damals schon cool. Das weiß ich noch. Und ich habe ihm keinen Hinweis gegeben. Fuck. Das könnte knapp werden. Lalalala. Macht man das denn ohne die zu greifen? Wahrscheinlich kann man die irgendwie anders schieben. Oder mit Minen kann man die springen. Die Mine hat ja scheinbar nicht die Haltbarkeit verbraucht. Ja, wir haben ja noch ewig Zeit. So. Bam.
Das wird ja auch ein schöner Krampf, dann alles immer durchzusprengen. Da lege ich einen Beutel mit Edelstein und eine Absperrung. Ist das eine Falle? Bestimmt nicht. Oh, Edelsteine. Ja, natürlich ist das eine Falle. Guck mal. Stimmt mir sogar zu. Oh. Wie geht das? Nicht so. Ich hab's, glaube ich, gesehen. Ja, Entschuldigung. Natürlich ist das eine Falle. Warte mal. Ich habe jetzt 53.000 Punkte. Ich teste mal was. Ich will nur sicher gehen, weil es wäre sonst ziemlich doof, wenn es ginge. Wenn wir jetzt weniger Punkte wieder haben wie zuvor, dann ist es okay, dann verzeih ich alles. Wenn wir jetzt immer noch 53.000 Punkte haben, natürlich ist das eine Falle. Dann ist es doof. Ah, okay, es zieht die Punkte schon ab. So. So. Vorwärts. Vorwärts. Gleich stürzt alles ein. Ach was. Ganz gemütlich hier. So. Wir haben alle 5 Schädel. Schon mal gut. Huch, da wollen wir nicht überrollt werden. Da warten wir kurz. So. Das macht mehr Drama als es ist. Müssen uns aber nur nicht hetzen lassen. So. Diese Bälle, die von oben ins Bild fallen, sind sehr irritierend. Möchte ich anmerken. Huch, da wollte ich nicht reinfallen. Ich glaube, das mit den Punkten schaffen wir nicht mehr, weil das Level wahrscheinlich bald vorbei ist. So. Halt, da war noch Phasen. Nein! Noch ein Fragment von Osiris. Die Uhr tickt, tickt und tickt. Ich habe 2 Steam Achievements bekommen, wofür auch immer. Und die Aufgabe im Spiel ist es so, Statuenteile von Osiris zu sammeln. Und da ist das Level vorbei. Gold haben wir nicht geschafft. Wir haben das Grab nicht geschafft, aber wir haben die Vasen zerstört. 4 Skarabin mit einer Bombe getötet und rote Schädel eingesammelt. So. Die Edelsteine, die man halt so einfach hier in der offenen Welt sammelt. Da sind übrigens unsere Mitspieler. Stehen hier rum. Ja, da kann man... In der Open World kann man diese Edelsteine ausgeben, um Kisten zu öffnen. Das wusste ich schon. Und unser Multiplikator hält übrigens immer noch. Hier können wir nochmal alles auffüllen. Hier ist so eine Megatruhe, wo wir 1000 Kristalle brauchen, um die zu öffnen. Haben wir aber nicht. Hier können wir ein paar öffnen. Die kostet 500. Nehmen wir mal die fette Kiste. Ungewöhnliches Amulett gefunden. Unglaublich. Das kommt direkt ins British Museum, oder Croft? Natürlich, Carter, aber alles zu seiner Zeit. So, gucken wir mal in unser Inventar. Wir haben ja ein paar Sachen freigeschalten. Wir haben auf jeden Fall ein paar Ringe mehr. Waffenschaden, Bombenradius. Für weniger Waffenschaden. Blitzwiderstand und Explosionsschwäche. Und was haben wir noch für ein Amulett? Energieschuss, Streuschuss und Munitionsaufladung. Ja, da lädt sich die Munition langsam auf, wenn, solange wir in dieser mal 4 Multiplikatorform sind. Aber das brauchen wir auch nicht. Genau. Und so sieht ein Level hier in dem Spiel aus. Und die sind eigentlich alle immer unterschiedlich, mit alle ihren eigenen Rätseln und so weiter. Deswegen gefällt mir das Spiel eigentlich sehr, sehr gut. Gehen wir mal zurück. Und schauen mal, was sich jetzt ereignet. Also zurück zum Schrein, richtig? Genau, jetzt sind wir wieder in dieser Hubwelt, wo wir angefangen haben. Hier haben wir gestartet. Und das Level können wir scheinbar auch wiederholen, weil wir da reinlaufen dürfen. Stück für Stück, bis er zu uns zurückgekehrt ist. Und dann wird über Seth gerichtet. Na, guck mal, wir haben jetzt auch die Zeitbomben freigeschalten für die Hubwelt.
und können damit wahrscheinlich das nächste Level freischalten. Genau. Da hinten war auf jeden Fall das erste Level, da kommt man eben nicht mehr hin. Und diese Statue zeigt dann immer in die Richtung, wo man hingehen muss fürs nächste Level. Also irgendwo da hinten ist das nächste Level. Aber das machen wir jetzt nicht. Denn ich wollte euch ja nur vorgeführt haben, wie das Spiel an sich funktioniert. Oh Gott, das sind viele Stacheln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und vielleicht hat ein oder andere gesehen, dass das Spiel was für ihn ist. Oder nicht. Zu zweit lokal macht es wahrscheinlich am meisten Spaß. Also wenn ihr eine Person habt, mit der ihr es spielen könnt. Gerade lokal bei euch sitzt und denkt, ja, jetzt will ich mit dir spielen. Dann macht das doch. Ah ja, da muss ich die Bombe hinlegen. Man kann irgendwie später noch so einen Wetterstab kriegen, aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Deswegen sind es ja alles diese nur Ruinen erste Eindrücke. Tragen die Zeichen von Khepri. Ja, als Osiris diesen Ort baute, wollte er damit alle Götter ehren. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Na gut, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und wenn es ein Let's Play gibt, dann dauert es noch, dann vielleicht im Januar, Februar oder so, fange ich mal da was an. Oder in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Aber halt erst mit dem ersten Teil, dann spielen wir danach den zweiten Teil. Damit wir alles gespielt haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal, eure Lara Croft. Haha.